Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Valiant Stone Block 2. Wir haben ja gestern ein bisschen mit der Mobfarm rumexperimentiert und ich muss sagen, die läuft eigentlich recht gut. Einzige Sache ist natürlich, wie ich schon vermutet habe, die Durability von den Schwertern ist wirklich gering. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt mit zwei Schwertern das alles zusammenbekommen und ich denke, das ist einmal ein Anfang. Schade nur, dass man es nicht laufen lassen kann, aber da müssen wir erst einmal funktionierendes, sauberes Lagersystem bauen. So macht es nicht viel Sinn. Aber eigentlich wollten wir ja sowieso nur vier von den Zombie-Chunks. Genau, die schnappen wir uns jetzt einfach und machen das letzte Tier einzieht von Mystical Agriculture. Und dann schauen wir haben noch sonst noch einige Kleinigkeiten zu tun. Irgendwie laufen da pausenlos irgendwelche halb kaputten Endermans rum. Na, wo ist er? Blick auf die Minimap, sagt weg. Okay. Dann ignorieren wir ihn einfach. Wird schon wieder kommen, wenn er was will. So, genau, wir waren beim letzten Tier einzieht. Ah, kann man sogar eingeben, sehr schön. Beim Zombie Seed. Genau, das ist jetzt die Frage, haben wir da alles im Inventar? Nein, ein Inferium fehlt und ein Tier 1 Crafting Seed. Kontrollieren wir mal kurz nach, ob wir da Inferium Seed. Okay, also anscheinend haben wir den noch nicht fertig. Ist aber kein Problem, dann machen wir uns den eben schnell. Genau, nur wieder ewig laufen. Ja, unser Höhlensystem hat doch schon Formen angenommen. Wahnsinn. 1052 Stacks. Genau, ich habe jetzt mittlerweile einen Mechanical Crafter hergebaut. Der ist zwar nicht der schnellste, und ich sehe auch, der ist voll. Nehmen wir vielleicht einmal den ganzen Schwung raus. Aber mit der Zeit geht es. So, wir brauchen eigentlich nur ein Inferium, glaube ich, hat gefehlt. Ach, und den Tier 1 Crafting Seed haben wir noch gebraucht. Genau, da hat uns mit Sicherheit der gefehlt. Genau, das sollten wir aber alles im System jetzt haben. Doch, der war's. Genau. So, machen wir einen Basic Seed und einen T1 Seed. Genau, jetzt haben wir alles. Dann der Zombie Seed. Da fehlen uns jetzt wieder. Na, falsche Knöpfe drücken. Vier von denen. Und zack. Sehr schön. Dann haben wir jetzt den letzten Tier einzieht. Schade ist natürlich jetzt, wir haben nirgendwo, wo man vernünftig aufbauen kann. Deswegen würde ich ihn jetzt einfach erst einmal vorerst zu den anderen setzen, bis wir vernünftige Halle haben, wo wir das Ganze aufbauen können. Genau. Und zack. Sehr schön. Kann man eigentlich schon mal ein bisschen abwenden. Ja, es ist. Eigentlich bringt es uns momentan nicht viel, aber ist ja schön, wenn man es hat. Gut, dann schauen wir einfach einmal ins Questbook, wo wir da stehen geblieben sind. Genau, Mystical Agriculture. Genau, über Prudentium sind wir ja noch nicht rausgekommen. Da kommen ja jetzt erst einmal die Tier 2 Seeds. Das Problem ist nur, bei den Tier 2 Seeds habe ich gesehen, da sind unglaublich viele Mob Seeds. Zum Beispiel, also fängt an mit Fire Seeds für Lava und so weiter, Dye Seeds für Farben, Nether Bricks und so, Kohle, okay. Und dann Pig, Chicken, Cow, Sheep, Slime, das sind lauter Mob-Seeds. Und da brauchen wir immer diese Chicken Chunks. Und die können wir herstellen, das ist kein Problem. Aber wir brauchen immer als Basis diese Tier 1 Mob Chunks, sprich Zombie Chunks und so weiter. Und da brauchen wir dann doch einige. Guardian, Bliss, ja, das geht so weiter. Da brauchen wir dann doch noch einige. Da müssen wir noch einige Schwerter durchballern lassen. Aber ich denke, das hat jetzt nicht oberste Priorität, weil ganz ehrlich, wir haben genug Redstone und so weiter. Gut, wo waren wir? Genau, wir wollten schauen nach den Hühnchen. Haben wir da eigentlich nur irgendeine Quest offen? Slime Chicken, genau, die haben wir gerade hochgezüchtet. Netherward, Glowstone, Diamond. Kontrollieren wir mal kurz. String. Netherward Diamond. Okay, denke dann füllen wir da einfach nochmal nach das ganze System.
holen wir uns immer die besten zwei raus. Genau, und die auch noch. Können wir mal kurz zwischenparken da drinnen. Genau, aber in der Zwischenzeit noch ein paar schlechtere Slime-Chickens da rein platziert. Schweinchen mit den Wackelaugen und Hühnchen. Nicht schlecht. Okay. Dass wir schon mal ein paar Slime-Bälle bekommen können. Weil ich eigentlich gedacht habe, wir brauchen mehr Vector-Blades. Aber da haben wir ja zum Glück welche von der Loot-Crate bekommen. Von dem her war es dann doch nicht nötig. So, holen wir die mal alle raus. Die dürfen in die Sauna. Ja, unsere Hühnchen geht's gut. Genau, und die letzten zwei nehmen wir auch noch mit. Jetzt überlege ich gerade, muss man da was aufheben? Was war das jetzt? Nether Ward. Ah, na, muss man nichts aufheben, die züchten wir ja gerade hoch. Okay. Ja, kleiner Denkfehler. Kommt mal vor. So, die letzten auch noch raus. Da wollte ich nicht rein. So, noch mehr Sauna-Kandidaten. Genau, dann brauchen wir natürlich wieder die altbekannten Seeds. Ich habe jetzt übrigens einmal die Hemp aus den Garden Glosses rausgenommen, weil wie man sehen kann, wir haben da 5000 Hemp-Seeds. Also ganz ehrlich, wir werden die nicht brauchen. Ich habe so das Gefühl, dass wir die niemals brauchen werden. So, erst einmal alles auffüllen. Genau, und dann ist natürlich als nächster bald einmal fällig, dass man sich da um eine vernünftige, also optisch vernünftigere Hühnchenzuchtanlage kümmert. Weil so ist es nicht das Tollste auf der Welt, muss man ganz ehrlich zugeben. Aber es funktioniert. Sagen wir mal so, es funktioniert. Aber so Zuchtstation wie bei den Kühen ist natürlich deutlich schöner. So, jetzt haben wir das alles aufgefüllt. Dann schmeißen wir da wieder rein. Genau, Diamond ist bei 6 und 7. Netherboard ist bei 7 und 5. String ist zwischen 5 und 9. Und Slime waren wir ja schon fertig. Okay. Natürlich die Frage, wäre es vielleicht sinnvoll? Okay. Warum auch immer, sind da jetzt Kaktushühnchen drin? Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich alle da reinsetzen. Ja, ich denke, da machen wir einfach nur mal ein paar. Und den Slime-Hühnchen. Es schadet nicht. Muss man so sagen, es schadet nicht. Ja, schmeißen wir einfach mal 18 rein. So, dann würde ich vorschlagen, wir schauen. Ja, es ist die Frage, soll man nach der Quest gehen? Blood Chicken, Pig Iron Chicken. Ist jetzt nicht so sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich eher schauen, dass wir wieder über den Breeder nachschauen, was da noch so gibt. Und dann danach züchten. Genau, die Farbchickens haben wir ja gehabt. So, Redstone haben wir. Snowball Bar, okay, String. Black Quartz, Nickel. Clay haben wir. Lava, Leather. Gute Frage. Die Frage, aber ich denke, dass es vernünftig ist, wenn man wirklich der Reihe nach vorgeht. Die ganzen Farbchickens brauchen wir jetzt nicht auf Anhieb. Ja, werden wir zwar niemals brauchen, so viel Black Quartz, aber egal. Nether Quartz und schwarze Farbe. Genau. Genau, nehmen wir uns einfach mal die 8 Stück raus. Und Nether Quartz. Nehmen wir auch 8 Stück.
Und dann dürfen die fleißig züchten. So. Genau, wir bekommen jetzt auch einmal 16 Stück. So, dann schauen wir da weiter. Genau, die erste Seite waren wir schon komplett durch. Nickel, Cactus Green und Bone White. Auch kein Problem. Ja, jetzt habe ich wieder alle rausgenommen. Genau, also nicht Shift drücken. Zack. Genau, und einen Platz haben wir noch frei. Nicht wie man es baut, sondern wie man züchtet. Genau, die letzte Seite haben wir, also die nächste, zweite Seite haben wir auch schon fertig. Clay haben wir, Glas haben wir, Gold haben wir, Lava Chicken, Nether Quartz und Coal. Da muss man jetzt nur schauen. Ich glaube, Nether Quartz ist da schon am Vergnügen. Ah ja, da ziehen wir uns jetzt einfach mal vier ab und holen wir uns noch vier Kohlehündchen, die nicht da sind. Flint, da sind sie. Okay, machen wir es nur mit vier Stück. Oh ja, das geht ja flott. Ich befürchte, da muss man noch mal einiges an Seeds nachschmeißen. Okay, die züchten ja bloß so. Einfach noch mit 32 rein. Ah ja, und da haben wir schon unsere drei Nickel. Wunderbar. Geht schneller als gedacht. Dann kann man die gleich wieder zurücksetzen. Das waren die falschen. Bauen weiter. So, die Nickel. Ich glaube, eins war ja noch frei. Sehr schön. Genau, dann können wir die da gleich züchten lassen. Dann kann man theoretisch kann man da schon wieder die nächste Sorte auswählen. Dann machen wir das doch. Geht ruckzuck. Lava? Lava haben wir gemacht jetzt, oder? Nether Quartz und Coal. Ja, wieder völlig verblödet. Komm vor. String und Braun. Gut, jetzt haben wir nur das Problem, dass String ja noch in der Mache ist. Wobei, andererseits, wir haben ja gemerkt, dass eigentlich völlig egal ist, weil sowieso immer nur Einser Hündchen rauskommen. Früher war es ja so bei älteren Versionen, wenn man 2 10-10-10er Hündchen zusammen gezüchtet hat, dann ist automatisch schon 10-10-10er Nachwuchs rausgekommen, auch wenn es andere Sorte war. Der Modder, der Hersteller von dem Mod, hat das mittlerweile geändert, weil ihm das Ganze ein bisschen zu OP war. Und ja, okay, ist jetzt so, wie es ist. So, jetzt kann ich es da nicht mehr reinlegen, das ist natürlich jetzt blöd. Lava Chicken ist auch schon fertig. Okay, ja gut, aber die Zuchtstation ist natürlich jetzt voll. Sind über. Sind auch über. Schwarz haben auch eins über. Okay, dann räumen wir die weg. Zack, zack, zack. Genau, und die zwei müssen wir dann nachzüchten. Ich würde sagen, die legen wir uns jetzt einfach mal da in die Mitte, dann kann man es nicht übersehen. Okay, dann würde ich das aber auch schon wieder weiterarbeiten lassen. Das Ganze arbeitet ja alleine für sich. Und dann würde ich gleich einmal zu die Kühe runterschauen, ob wir nicht da auch noch irgendwas machen können. Mal ein bisschen an Fortschritt machen im Questbuch und ja, nicht nur im Questbuch, wir haben jetzt eigentlich so auch gezüchtet, aber dass wir eigentlich einmal ein bisschen vorwärts kommen. So. Ja, da würde ich aber fast sagen, wir gehen da übers Questbook, weil es doch ein bisschen eine Anleitung gibt, was wir jetzt machen können mit dem, was wir bis jetzt haben. Okay, das geht noch nicht, weil da brauchen wir das Purple Slime. Wo geht's weiter? Ja, ist durchaus recht unübersichtlich, muss man so sagen, wie es ist. Ah, die hellen können gezüchtet werden. Okay, Purple Slime, Molten Iron und Crude Steel.
Dann brauchen wir Blue Slime und Obsidian. Genau, da holen wir uns kurz unseren Kuhstab. So, was ist das? Obsidian und Blue Slime. Beides da. Ist nur die Frage, sind da noch Seeds drin? Das war der Separator. Der Feeder. Die Aufzucht brauchen wir ja nicht machen jetzt. Seeds sage ich schon. Brauchen wir ja Wheat. Genau da. Machen wir jetzt einfach mal zwei Stück rein. Da können wir ja gleich sehen, ob das was gebracht hat. Okay. Irgendwie geht das Ganze ein bisschen schnell. Eigentlich sollte man bloß 30% Chance haben, aber okay. Ich will mich da jetzt nicht beschweren. So, da haben wir jetzt das Problem, wir brauchen zweimal Molten Clay, theoretisch. Und Seared Stone. So, wo haben wir jetzt Molten Clay? Okay, das war schon mal Seared Stone. So. Molten Clay. Okay. Ach, da packen wir zwei Weizen rein. Crude Steel. Ist das? Tatsächlich. Die Frage ist, was ist Crude Steel? Sagt mir jetzt nämlich auf den ersten Blick gar nichts. Crude Steel von Ender.io. Aha. Ja, und wie bekommt man das? Gute Frage. Und was macht man damit? Nächste Frage. Grinding Balls. Und Energy Conduit. Ja, da hat sich einiges getan bei Ender.io. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht hundertprozentig auf dem Laufenden. Aber irgendwie muss man das Crude Steel ja auch herstellen können. Sollte man. Ah, da im Ellesmeter. Cobblestone, Gravel und Clay. Okay. Ja, warum auch nicht? Egal. Machen wir weiter. Wir haben ja noch Iron. Da gibt es Molten Clay und Liquefied Coal. Dann bekommen wir das Iron. Machen wir am besten gleich da hinten. Oder vielleicht die Tür zu machen. Die ist zu. Und was war das zweite? Wieder vergessen. Molten Clay und Liquefied Coal. Jetstone. Molten Clay. Genau, da müssen wir jetzt natürlich wirklich abwarten, bis die wieder zuchtbereit. No. Ah, deutsche Sprache ist schwer. Bis die wieder zuchtbereit ist. Die Frage ist, können wir die aufheben? Nein, geht nicht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir die Folge mal heute ein bisschen kürzer. Heute haben wir ja von allem ein bisschen was gemacht, aber ist auch mal nötig. Ich sage, schön, dass du wieder mit dabei warst. Wünsche noch einen schönen Tag. Sag bis zum nächsten Mal. Ciao.